In diesem Video geht es um die Frage, wie kann ich die Selbsteinschreibung der Schüler aktivieren? Dafür ist es einmal notwendig, dass wir unseren eigenen Kurs öffnen und in dem linken Seitenmenü auf Teilnehmerinnen gehen. Im Aktionsmenü, bei dem Zahnrad hier oben rechts, können wir die Einschreibemethoden ändern. Dieses wähle ich aus. Hier unten ist die Selbsteinschreibung der Teilnehmer zu sehen. Diese ist aber noch deaktiviert. Deswegen müssen wir in der Zeile auf das Zahnrad gehen. Hier unten wählen wir nun einen Eingabeschlüssel aus. Diesen Schlüssel müsste man dann den Schülern zur Verfügung stellen, damit sie diesen dann eingeben können, um sich in den Kurs einzuschreiben. Ich nehme jetzt hier mal Test kleingeschrieben. Man kann auch nochmal auf dieses Auge klicken, um zu sehen, ob man keinen Schreibfehler drin hat. Und wir haben die Möglichkeit, einen Begrüßungstext einzuschreiben. Sollte man eigentlich wollen, dass alle Schüler sich in diesem Kurs einschreiben können, dann könnte man auch hier den Einschreibeschlüssel bekannt geben. Herzlich willkommen. Der Einschreibeschlüssel lautet Test. Wenn ich nun auf Änderung speichern gehe, nachdem diese Einstellungen vorgenommen wurden, ist zu sehen, dass die Einschreibemethode immer noch grau unterlegt ist. Aktiviert wird sie nun, indem man auf dieses durchgestrichene Auge drückt. Und jetzt ist auch die Selbsteinschreibung aktiviert.